Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ 6 Hellas. Das letzte Mal haben wir aufgehört am Ende der Runde, quasi. Ich habe mir in der Zwischenzeit die anderen spielen lassen, quasi. Und befördere jetzt mal mein Dings. Plus 10 Kampfstärke gegen Landeinheiten. Diese Bombarde kriegt den Namen Zugleichen? Wem fallen diese Namen ein? Diese Bombarde kriegt den Namen Großer. Unser Schaffe ist. Da, meine Güte. Bums. So, da gibt es einen Händler. Was ist mit dir, Händler? Ja, okay, gut. Du handelst. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube. Mit dir gehe ich einmal da. Da bleibe ich mal. Handwerker bleibt mal. So, Demokrit, du kannst das Artefakt ausgraben. Tu das. Huch. Schon hat er es gemacht. Beim Archäologen ist aufgefallen, dass das Gestein vor Erdöl trieft. Vielleicht sollten sich das eure Geologen einmal ansehen. Aha. Warte mal, wenn man ein Artefakt ausgräbt, kriegt man Heureka für Verbrennungsmotor. Finde ich gut. Gut, das habe ich mir letztens auch angeschaut. Ich glaube, ich baue meine Stadt hierher. Der Musketier wird sich mal heilen. Ich glaube, an und für sich. So, du schießt da mal drauf noch fest. Und die Mutter macht da mal nix. Du gehst ins Wasser und kommst auch darüber. Unterstützt nur meine Leute hier. Ach, genießt. Naja, gut. Soll sein. Kommst darüber. Feldkanone. Kavallerie wird auch nur stehen. Du ziehst die Aufmerksamkeit der Eingeborenen auf dich, dass die nicht auf meinen neuen Status gehen. Haben die Römer genau keine Einheiten mehr? Nach welchen Prinzipien haben die mir eigentlich den Krieg erklärt, frage ich mich gerade. Der hat nichts. Der hat da einen wahnwitzigen Händler. Den ich ihn jetzt plündern werde. Da hinten haben wir einen Missionar, den wir vielleicht umbringen werden, wenn es gut geht. Bleibst stehen. 52 Züge finde ich auch ein bisschen übertrieben lang. Sehr unfassbar.
So, einer meiner Handelswege ist geplündert worden. Wahrscheinlich eh von dem Römer. Wahrscheinlich eh der Handelsweg, der da gelaufen ist. Finde ich nicht richtig. So, da unten ist ein Artefaktzeichen, das finde ich gut. Bordeaux könnte eine Kanalisation bauen. Nein, wir reparieren den Leuchtturm, verdammt nochmal. Nehmen wir mal das Land gerade biegen wieder. So, wir haben ein Artefakt gefunden. Euer Archäologe Demokritos hat Hinweise auf ein Stammesdorf gefunden, das mit Perikles Kontakt hatte. Die Entdeckung scheint seit der Antike hier begraben zu liegen. Anhand reiflicher Studien wurde herausgefunden, dass das Artefakt von Perikles ist. Okay. Eine Steintafel. Finde ich gut. Die stellen wir im Archäologischen Museum in Athen aus. Yay. Finde ich gut. Nachdem der Computer alles noch keine Artefakte hat, kann ich noch nicht einmal tauschen mit ihm. Gut, machen wir weiter. Jetzt bietet mir sicher wieder irgendjemand an, das Zeug zu kaufen. Wetten? Eine ziemlich teure Sache. Aha. Nein. Feigling. Geh nicht nach Kumi. Ah, sehr schön. Da sind wir zu einem Schuss heute von Rom. Aber wir können noch einen Händler plündern. Das haben sie verdient. Für jeden Händler, der von uns geplündert wird, werden wir... Massenmedien wollen keinen Glauben erzeugen. Sie wollen den bestehenden Suchtapparat erhalten. Ja, wie wir sehen. So, was können denn Massenmedien? Verdammt, das hätte ich vielleicht mir anschauen sollen dort vorher noch. Gibt's nichts Neues da? Können nur Christo Redentor bauen. Propaganda. Sammelt 25% weniger Kriegsmüdigkeit als gewöhnlich. Ich bin bis jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich in die Situation gekommen, wo Kriegsmüdigkeit relevant gewesen wäre. Also lassen wir das. So, was kann das noch? Broadway können wir bauen. Und Christo Redentor. Wie schon gesagt, Tourismusproduktion durch Reliquien und heilige Städte wird nicht andere Zivilisationen verringert, welche die Aufklärungsausrichtung erforscht haben. Naja, schauen. Broadway ist aber, glaube ich, gut in meinem Fall. Das ist vielleicht nicht ganz so wichtig, weil so viele christliche Touristen, so viele charakteristische Touristen werde ich wohl nicht haben. Das hingegen. Macht schon fast Sinn. Großer Bums. Schießen wir doch mal darüber. Ha! Der ist noch da. Hat der unendlich viele Ladungen? Irre, das wäre natürlich cool. So, wo haben wir mehr von diesen Dingern? Der kann nur ausgraben offensichtlich. Nicht so wie im Fünfer irgendwelche Städten machen. Irgendwelche speziellen. Da haben wir was. Geh doch mal darüber. Nö, die macht nix. Du machst auch nix, weil das ist der Schippernakel da noch im Weg ist. Genau, du kümmerst dich um diesen Herrn hier. Und tschüss. Damit wir Sachen kaufen können. Eine Kavallerie zum Beispiel. Wie viel kostet sowas? Kavallerie, 1055, bist du irre. Machen wir doch glatt.
finanziert durch unsere Feinde aus dem schönen Dingsland. Genau. Ha. Technikbonus stehen bringt 50%ige Wahrscheinlichkeit. Na, dann werden wir zuerst Quellen beschaffen. Und zwar deswegen, weil wir wollen ja stärker werden. Außerdem sehen wir dadurch gleich, was der da hat, nämlich Anix. Ja, wir brauchen mehr Wohnraum. Das war uns nicht unbewusst. So, Ideologie, was kann das? Polizeistaat. Minus 2 feindliche Spionagestufen in eurem Land. Hm, oh, nicht schlecht. Alle Städte erleiden aber minus 1 Annehmlichkeit. Na super. Das bringt gar nichts. Das ist ja urschrecklich. Gewährt die Fähigkeit, einen zusätzlichen Spion auszubilden. Oh, das klingt aber gut. Machen wir Ideologie. Das hat kein Heureka, sehe ich gerade. Oder keine Dings. Hm, interessant. So, Bordeaux, was machen wir als nächstes? Wir können ein Versammlungshaus bauen, das erhöht unsere Produktion. Aber müssen wir noch irgendwas reparieren? Ich glaube, da brennt noch immer irgendwo was. Die Werkstatt. Als erstes reparieren sollen, wie Idioten. Wahrscheinlich habe ich das eh gemacht. Und dann habe ich vergessen, was ich tun wollte und habe irgendwas anderes repariert stattdessen. Mhm. Ich muss es tun, wenn auch nur für den Fortschritt. Ich muss mich euch widersetzen. Okay. Ja, ist okay. Hatten wir schon. Kennen wir alles. Macht jetzt nicht so schlimmes Zeug. Oh, oh, bist du süß. Du schickst mir da deine Handwerker. Das finde ich aber lieb. Der Computer ist dämlich. Das ist ja unfassbar. Wieso schickt er den Handwerker darüber? Was hat er vor? Ah, Fehlschlag, schade. Verstehe. Der Spion hat versagt. Hm. So, Kleopatra hat Perikles den Krieg erklärt, Peter II. Und die ganzen Stadtstaaten haben denen den Krieg erklärt, finde ich gut. Das heißt, die Kleopatra wird sowieso wieder mit den Stadtstaaten beschäftigt sein, während der Peter nur damit voll beschäftigt ist, na dann schießen wir mal weiter auf Lugdunum und nehmen wir mal Lugdunum. Ich überlege gerade, ob wir Lugdunum behalten. Ich glaube fast. Blub Platsch. Wer ist das, die Fregatte? Ah, ja.
interessant. Die Fregatte schießt ohne einen Ton zu machen. Gut, du musst warten. Du gehst daher, damit du dich heilen kannst. Du hast schon genug da drüben angerichtet. Du hingegen. Kümmerst dich um diesen Herrn hier. Finde ich gut. Und danach gehst du mal dahin. Ich würde gerne ins Wasser auch gleich gehen, aber das geht sich leider nicht mehr aus. So, dann ist nix. Kannst du auch drauf schießen? Von dort hast du eine Reichweite 2. Ja, hast du. Yay, Feldkanone, du bist großartig. Du bist mein Held. Okay, Banderbrunnei bringt irre Geld. Irre viel Geld. Na, Adol, aber auch nicht so viel, aber dafür mehr Kultur. Und Kabul bringt uns Produktion. Wir brauchen Produktion. Einfach das Geld. Geld haben wir nicht mehr als genug. Außerdem Kabul ist recht nah. Da können wir quasi du könntest auch nach Kabul gehen. Oder nach Hattusa. Oder nach Hongkong. Hongkong klingt gut. Klingt fancy. Mich auch zwei Produktionen. Gut, ja, was soll ich? Brauchen wir da die Stadt? Du heilst dich mal eine Runde. Gibt's da rüber zu dem Typen? Naja, machen wir das gleich nochmal. Versuchen können wir es ja mal. Diese Musketiere, nachdem sie geheilt sind, werden sich um die Ureinwohner dieses Landes kümmern. So, was haben wir da? Wir haben einen großen Händler. Gewährt 500 Gold, gewährt 2 Gesandte. Yes. Yes. Johann Jakob Astor. Sehr gut, zwei Gesandte sind sogar ausgezeichnet. Wir lieben Gesandte. Olympia, na schau dir was an. So, was bauen wir als erstes? Stadtmauern, weil die können wir nicht kaufen, würde ich fast sagen. Während wir sehr wohl Dinge kaufen, und zwar mal einen Kornspeicher vielleicht. Kornspeicher mal auf jeden Fall. Ah, verdammt. Dieses ganze andere Zeug müssen wir erst mit Dings kaufen und dann Handwerk kaufen wir auch gleich. So, schauen wir mal. Da sind wir souverän, da sind wir überall souverän. Banderbrunnei hat überhaupt keinen Souverän. Ah, verstehe. 5 und 5.
Na gut. Da sind wir überall souverän. Laventa ist noch jemand anderer. Toronto. Okay, ich finde gerade Krieg, die können wir nicht beeinflussen. Das heißt, der einzige, den wir eigentlich beeinflussen können, der noch nicht unser Souverän ist, wäre das. Wir könnten natürlich da auf 6 gehen. Was bringt das? Diesen beiden könnten auf 6 gehen. Mhm. Dann haben wir eine bessere Produktion in den einzelnen Städten noch und wir sichern unsere Position. Finde ich gut. Sind sie auf meiner Seite? Ich glaube fast. Das ist cool. Finde ich gut, finde ich gut. Wir haben noch immer Missionare, das gibt es ja wohl nicht. Nichts Besseres zu tun. Ach, verdammt, schon wieder ein Handelsweg geplündert worden. Verdammte Ägypter. Ich hasse euch. Kann ich nicht einfach sterben? Karthago ist auch auf meiner Seite, stimmt. Sowieso schon mehr als genug Probleme mit diesen ganzen Stadtstaaten, also finde ich gut. Das ist ja cool. Mehr kaputt als... Chemie? Was? Abschreckung ist keine Schande. Eine Waffe zu haben heißt nicht gleich, dass man sie auch einsetzen muss. Ja, ja. Was ist die Chemie? Chemie ist der unreinliche Teil der Physik. Was? Ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Chemie ist das, was ihr zum Leben braucht, ihr Wappler. Tja, der unreinliche Teil der Physik. Wer war dieser Peter Reis? Oder Peter Reis? Der Übergang von Ideen zu Ideologien, zu Politik und Aktionen vollzieht sich langsam. Mhm. Ja, das stimmt. So, also einen Polizeistaat brauchen wir nicht, aber wir können einen weiteren Spion ausbilden und das finde ich gut. Weil wir haben sowieso eine schnellere Produktion für Spione eingestellt. Und deswegen lassen wir das auch gleich so. Betriebs- und Werkstätten. Ah, und wir haben jetzt. Ha, wir haben den Werkstättenbonus gekriegt noch. Finde ich gut. So, Lugdunum. Schießen wir mal zu Tode. Bevor wir es einnehmen. Korinth hat da. Bildet mal ein Chor. Da drüben gibt es noch einen für eine ganze Armee. So. Technikbonus Industrialisierung. Das müsste doch irgendeinen von diesen Stadtstaaten freuen, glaube ich. Vielleicht führe ich mit dem gerade Krieg. Na super. So, dann nehmen wir mal dich. Du kannst da auch drauf schießen. Du schießt bitte auch nochmal drauf, sicherheitshalber. Damit wir auch ganz sicher gehen, dass alles tot ist da drinnen. Und du eroberst es einfach mal.
So. Mhm. Behalten wir die Stadt, oder? Ist fast okay, weil wir haben sie auch relativ intakt gelassen. Das Einzige, was wir ein bisschen ruiniert haben, war das Lager. Aber ansonsten haben wir alles, was drinnen war, intakt gelassen. So, Aretium. Leider kannst du zurückschießen. Finde ich nicht gut. Aber wir haben jetzt genügend Zeug zum Draufwummen, dass das nicht so schlimm wird. Mhm. So, Stadt behalten. Bevölkerung 3, vorhandene Bezirke 2. Wir behalten die Stadt. Hm? Du machst nichts. Du stehst da auch nur rum und ziehst das Feuer auf dich. Machst du gut. Du kannst daher einfach sicherheitshalber. Ja, warte mal. Was ist denn das? Ist das ein Sägewerk? Ach Gott, nicht dahergehen. Ich will wissen, was das ist. Ja, was ist ein Sägewerk? Da gibt's Hügel mit Wald. Die können wir mal auseinandernehmen, die Wälder, und dann bauen wir dort ein Dings hin. Eine Akropolis als erstes. Finde ich gut. So, Forschung wählen. Machen wir gleich Industrialisierung. Finde ich gut. Handwerker. Ach, wie. Weißt du was? Fäll doch bitte diesen Wald. So, Musketiere. Durch die Wüste. Die ganze Wüste wird durchkämmt. So, Salpeter oder? Ah, Salpeter zuerst. Verdammt, bist du irre. Und die angreifen? Nö, natürlich nicht. Da ist schon viel Pferd da, aber das sind nur Reiter. Die sind recht schwach. Meine Musketiere sind stärker. So, jetzt können wir da einen Haufen bauen. Demokratie finde ich gut. Wie viel Kanalisation haben, vergeht eh noch eine halbe Ewigkeit. Außerdem, wir sind, was die Kultur betrifft, so gut. Was kann denn die Demokratie dann noch alles? Also wir haben dann da mehr Dinge. Plus 100% Nahrung und Handelszentrum. 50% Produktion von Lufteinheiten. Arsenal der Demokratie. Eure Handelswege zur Stadt eines Verbündeten bieten plus 2 Essen und plus 2 Produktion für beide Städte. Hm. Klingt nicht schlecht. Da müssten wir mehr zum Gandhi bauen dann. Plus 4 Wohnraum, plus 2 Annehmlichkeiten, minus 8 für Städte mit mindestens 3 Spezialbezirke. Hm. Auch nicht schlecht. So, Produktion. Korinth baut mir eine Kanalisation. Ephesus baut mir
Das hat das Industriegebiet fertig. Ehre. Warte mal. Wieso kann man keine Dings? Wieso kann man keine Werkstatt bauen? Ach, Werkstatt ist abgeschlossen. Verdammt. Gut, was bauen wir für einen Bezirk? Wir bauen noch Bezirke. Wir haben hier. Wir könnten eine Akropolis bauen. Und zwar hierher. Wir wollen ja kulturell siegen, also machen wir das. Wissenschaft ist möglicherweise auch wichtig, aber was soll's. Noch eine Produktion. Bordeaux. Yay. Bordeaux ist endlich fertig mit dem Dings. Wir bauen mal ein Versammlungshaus, wenn wir es können und weil es eine Produktion bringt. Lugdunum. Repariert mal das Lager. Oh, 30 Minuten Herrschaften an dieser Stelle. Hören wir wieder auf. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, Abend oder sonst was. Gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes.